Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bausimulator. Wir sitzen hier in unserem MAN-TGS Pritschenwagen mit Meiler-Kipper und Peilfinger-Ladekran. Mit diesem LKW fahren wir jetzt erstmal zur Baustelle. Wir nehmen erstmal einen Baustellenauftrag an. Hier können jetzt wir werden uns jetzt einfach mal mit dem Hausbau beschäftigen. Wir könnten jetzt auch einen Gartenbauauftrag machen, aber wir werden uns mal mit etwas Interessanterem beschäftigen, nämlich mit dem Hausbauen. X-Taste. Fahren wir zu den Auftrag, nehmen wir den mal an. Wir werden uns alle Schritte. Ach, ein Raupenbagger noch. Da müssen wir doch uns einen Raupenbagger anmieten. Dann fahren wir jetzt mit dem LKW da jetzt hin. Die Baustelle ist jetzt ein bisschen weiter weg. Die ist jetzt etwas weiter von uns entfernt, da die Baustelle. Also nicht von uns, sondern es geht jetzt da darum, um den Fahrzeughändler. Ich fahre jetzt mal mit dem LKW erstmal zur Baustelle. Oder nee, wir fahren jetzt am besten direkt zum. Das ist natürlich mit so einem Baggerlader nicht möglich. Wir fahren jetzt mal zum Fahrzeughändler und kaufen uns keinen Bagger, sondern mieten uns einen. Markierung setzen, wie mache ich das? Ach, Markierung setzen mit. So. Was war mit unserem Pritschenwagen da hinten? Den kann man ja gleich abholen. Ich fahre jetzt mal zur Baustelle. Und dann mache ich dort von dort aus eine Schnellreise zum Fahrzeughändler. Ich werde nämlich mal die Erde einfach auf die Mulde drauf packen. Es gibt nämlich einen kleinen Trick, nämlich die Erde einfach auf die Mulde drauf schmeißen. Das macht, kann man nämlich ein bisschen sich damit Geld verdienen damit. Wenn man das nämlich im Kieswerk abgibt, die Erde verkauft. Ja, hier ist 30 an mir, ja. Hier ist auch, glaube ich, 30. Nee, hier ist 30 zu Ende. Ich glaube, das ist auch die einzige Baumaschine, die wir uns anmieten müssen. Deswegen, ich lasse jetzt meinen Muldenkeeper oder meinen Pritschenwagen erstmal an der Baustelle schon mal stehen. Den werde ich nämlich nutzen, um dann die Erde damit abzutransportieren. Ja, mal gucken. Ja, ich fahre jetzt gerade zum. Den wollte ich jetzt eigentlich zur Baustelle bringen. Dafür fahre ich jetzt hierher, oder was? Ich bin jetzt einfach mitten auf der Straße.
Soll ich hier auf die Tankstelle fahren und dann von dort aus drehen? Fahren wir jetzt an die Stelle vorbei, wo wir jetzt in der letzten Folge unsere Baustelle hatten, nämlich die Straßenasphaltierung. Die fand nämlich hier statt und davon sieht man aber nichts mehr. Das Ergebnis ist halt davon, dass jetzt halt keine Baustelle mehr ist. Am Anfang des Spiels war ja dort nämlich noch das tiefe Loch, wo noch eine Gasleitung erneuert werden musste. Zumindest ein kaputtes Rohr von der Gasleitung. Unsere Baustelle. Auch wieder eine private Baustelle. Ich lasse jetzt erstmal den Kipper oder mal unseren Pritschenwagen erstmal hier so stehen. Fahren das Ding mal ein bisschen weiter auf die Baustelle drauf. Ich werde nämlich jetzt uns ein Taxi nehmen und dann das machen, was jetzt gerade gesagt worden ist, nämlich uns sich einen Raupenbagger mieten. Damit der Schnellreise. Raupenbagger wäre setzbar sinnvoll. Ist jetzt halt die Frage, welcher Raupenbagger ist denn jetzt günstiger? Ich will jetzt natürlich auch nicht den teuersten Bagger jetzt hier anmieten. 3200, der kostet 5000 pro Tag. 5000, 3900. Wenn die beiden Maschinen jetzt gleich viel kosten, ich nehme jetzt einfach den etwas einfacheren Bagger. Auf jeden Fall, Hauptsache es ist ein Raupenbagger. Wir mieten uns den hier von Atlas, die auch Sicherheitsschuhe bauen oder die auch Sicherheitsschuhe herstellen. Ich glaube, das ist sogar die gleiche Firma. Wir mieten uns den jetzt. Ich könnte für 195.000 auch kaufen. Das Geld haben wir aber leider nicht, deswegen mieten wir uns den. So, dann und schaffen das Ding jetzt endlich zu unserer Baustelle. Lassen uns quasi mit Hilfe des Baggers und der Schnellreise uns jetzt dorthin teleportieren. Später geht das auch so, dass man halt, glaube ich, einen LKW anmieten kann oder kaufen kann auch. Schnellreise dorthin. Einfach ein bisschen Erde auch in den. Wir gucken uns jetzt mal erstmal die Fahrerkabine mal an, wie das aussieht. So sieht die Fahrerkabine aus. Ich werde jetzt auch gleich mal mit dieser in dieser Ansicht auch mal buddeln, also baggern. Ja, die Spiegel funktionieren natürlich hier nicht, was man sehr schade findet. Beobachtet mal die Füße.
Ihr hört ja wahrscheinlich so das Geräusch von meinem Controller. Wie die Tasten gedrückt, wenn so bewegen sich auch die Füße der Spielerfigur. Ach, hier gibt es keinen Arbeitsmodus, einfach losbaggern. Schön rustig haufen oder der Löffel. Ich packe jetzt mal einfach was ins... ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts kaputt mache. Wollte eigentlich in den LKW reinschütten. Boah, ist der Arm hoch. Der ist lang, der Arm. Ja, da muss man immer mit der Kamera schwenken hier, jedes Mal, ey. Ja, komm, ist gut jetzt. Ich habe genug geschwenkt. Ich habe genug die Videokamera ausgepackt. Hä? Warum verliere ich immer die Erde? Los hier, ey. Kann ich auch gleich wieder ausschütten. Ich hoffe, dass jetzt die Erde drin bleibt. Meine Güte, ey. Na komm, ist gut jetzt. Lass die Kamera. Hier eher meinen LKW voll zu. Ach komm, weiß ich, stell jetzt den LKW weg, ich schmeiß auf die Erde daneben. Egal. Ich schmeiß sie einfach irgendwo hin. Egal jetzt. Ich wollte jetzt mal ein bisschen Geld verdienen mit Erde verkaufen im Kieswerk. Das wäre auch mal nicht schlecht, wenn man sowas hätten, auch mal zwischendurch machen könnte. Kein Fortschritt. Schütt und geschaufelt ist einfach die Erde mal für hier hin einfach. Passiert überhaupt da jetzt was? Ja, mit so einem kleinen Bagger hätte das jetzt wahrscheinlich auch nicht getan. Ich glaube, hier könnte ich jetzt einen Livestream jetzt machen für diese Baggerei hier. Das Video ausmachen. So lange weiter buddeln, bis ich fertig bin mit dem Kack. Das kann jetzt nämlich dauern. Bis ich das hier ausgehoben habe, das Bauloch. Da bin ich aber lange beschäftigt, aber auf jeden Fall. Also ich gerade bei 2%. Aber die Erde geht. Chef buddelt halt mal selber. Mann,
mal ein bisschen die Ecke hier raus. Dass mit bei, wie man schon mal so einen Anfang hier reinkriegt. Wir sind quasi hier wie so ein Maschinenführer oder so ein Baumaschinist hier. Kann man nämlich auch sagen. Damals, ich versuche euch das jetzt mal nachzustellen, bei Bausimulator 2015, wenn man da mit dem Gamepad gespielt hat, der hat immer, der Bagger immer automatisch immer sich selber irgendwie wegbewegt. Das hat dann immer irgendwie dann immer so ausgehen, wenn man keinen Hebel gedrückt oder kein Stick am Controller gedrückt hat. Da habe ich ja damals auch schon mit dem Xbox Controller gespielt. Das ging dann immer so. Immer die ganze Zeit. Wenn man die Taste nicht gedrückt hat. Da hat der Bagger sich trotzdem bewegt. So ein ganz bisschen, so in der Geschwindigkeit, die ich euch gerade gezeigt habe. Prozent, das kann jetzt eine lange Baggermeisterschaft geben hier heute. Ich glaube, das werde ich dann wahrscheinlich auch das Video dann auch beenden und dann werde ich privat weiter baggern, bis das Loch dann fertig ausgehoben ist. Das macht auf jeden Fall mal richtig Fun. Jetzt mal mit so einem großen Bagger mal rumzuschauen. Prozent. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video jetzt erstmal wahrscheinlich beenden und dann werde ich erstmal privat weiter buddeln. Das müsst ihr euch jetzt auch nicht angucken, wie ich hier zu 100, bis ich zu 100, so lange bagger, bis ich dann 100% hier habe. Auf jeden Fall eine lange Geschichte werden. Was ich euch natürlich jetzt nicht zumuten möchte. Ich buddel mal ein bisschen hier weiter, bei mir so in der Nähe. Einführungsvideo haben wir ja noch mit so einem Mini-Bagger gebuddelt, also mit so einem kompakten Bagger gebaggert, nämlich diese Gasleitung da, die wir jetzt in der letzten Folge jetzt halt asphaltiert haben, das Loch. Haben wir jetzt halt wieder quasi die Baustelle halt wieder beendet mit 8%, das kann jetzt auf jeden Fall ein langes Desaster-Ziel werden. Immer noch 8%. Das meint, was man sich jetzt hier mit für Geld hier machen kann, mit Erde. Wenn man das jedes Mal zum Kieswerk bringt. Aber das Kieswerk ist ja ziemlich weit weg. Ich glaube, ich muss auch irgendwann mal ins Loch rein, glaube ich. Und das dann halt von innen einfach mal weiter aus.
Schaufel wird aber ziemlich gut voll gemacht, auf jeden Fall. Das muss man echt sagen. Oder der Löffel. Ja, die Laien sagen einfach Schaufel. Macht ja auch nichts anderes außer nur Schaufeln. Position mal hin. Oder einfach mal ins Loch mal rein. Aber ist auch, glaube ich, nicht auch nicht gut, sich selber ins Loch jetzt reinstellen. Jetzt können wir mal ein bisschen hier begraben. Wir müssen jetzt nicht die... Ich weiß nicht, ob das die markierte Stelle hier für sowas ist, jetzt für Erde. Kann jetzt lange dauern. Aber jeder Anfang ist halt, man fängt halt kleiner. Kann man damit jetzt auf jeden Fall schön. Das kann jetzt lange dauern. Ich weiß ja nicht, ob das Haus vielleicht einen Keller auch noch besitzen wird. Das, was dahin gebaut werden soll. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video beenden. Ich werde jetzt hier weiter privat hier weiterbaggern. Und wenn das Bauloch komplett ausgehoben ist, starte ich dann ein neues Video. Da zeige ich euch aber das Ganze, aber starte ich das Video noch, wie ich dann halt in diesem Bagger noch hier drin sitze und dann diese Baugrube ausheben, diesen Arbeitsschritt halt abgeschlossen habe. Das werde ich euch jetzt nicht zumuten. Das ist jetzt erstmal langweilig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasse ich mich gerne das wissen mit einem Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst auch von mir aus gerne auch einen Daumen runter da. Schreibt positiv oder negative Kommentare unter das Video. Abonniert gerne meinen Kanal, falls euch mein Kanal gefällt. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video erscheint, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Alarmglocke aktivieren würdet. Ich sage jetzt an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zur nächsten Folge Let's Play Bausimulator. Sobald dieses Loch ausgehoben wird, starte ich dann ein neues Video. Ich sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein.